Hi, wir sind hier immer noch auf diesem oder vor diesem Bergespfad in Vitra. Und ja, Mountain Side 2 heißt die Gegend gerade. Und ja, wir sollen zu Poltan zurückgehen. Und Poltan ist halt ein Stückchen weg. Aber da laufen wir jetzt erstmal ganz gemütlich hin. Oh, er trifft natürlich mal wieder nicht. So, der wurde geklärt. Poltern, poltern. Ich glaube, wir müssen jetzt nochmal nach unten, genau, und dann nach links und dann, glaube ich, wieder nach rechts. Sind halt echt lustige, lange Wege. Eisfroschangriff. Ich dachte, der Angriff heißt Eisfroschangriff. Aber scheint er nicht. Oder für jeden 20. Ja, und down ist er. Trainer der Erfahrungspunkte, okay. Oh, Livelle hat Giftwelle bekommen. Bedeutet das eine AOE für Vergiften? Ja, vergiftet alle Gegner. Okay. Ist natürlich schon cool. Aber ich meine, wie oft brauchst du das, ne? Jetzt könnte ich ja zum Beispiel das mal machen. Die Fähigkeit, Giftwelle. Was kostet das eigentlich? 20 MP. Gut. Und die mal Feuerwelle. Standard durchweg angreifen. Sollte jetzt ja kein Problem mehr sein. So, Schamane ist down. Lustig ist, die wird, gehen alle natürlich immer schneller, weil die ja schon Giftschaden durch die Runden sich, ich sag mal, zugezogen haben. Und da war er weg. Ja, 450 Erfahrungen ist natürlich echt fett. So, aber ein bisschen Weg haben wir noch vor uns bis zu Poltern. Ja, direkt gleich mal einen Crit reingeschmissen. Und noch einer. Ja, bim, 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 bim. Dürften nicht 400 Lebenspunkte haben. Dürften. Heißt nichts, aber dürften. Na, komm. So. Nun, meine Freunde, wie fühlt es sich an? Was weißt du über die Wand? Wer hat sie erschaffen? Woraus besteht sie? Wie alt ist sie? Ich kann keine dieser Fragen beantworten. Was ich jedoch kann, ist weitere Fragen zu stellen. Super. Stellt euch vor, ihr lebt in einer Höhle, wie in eben jener Mine dort oben. Doch ihr liegt in Ketten. So eng gefesselt, dass ihr euch nicht bewegen könnt. Allein auf die Wand vor euch könnt ihr schauen. Wann immer eure Wachen kommen, wandern ihre Schatten über jene Wand und das ist alles, was ihr seht. Über viele Jahre. Solltet ihr euch je befreien können und die wahre Gestalt eurer Wächter sehen, würdet ihr es glauben? Oder würdet ihr euch selbst des Wahns bezichtigen und darum bitten, wieder angekettet zu werden? Schatten zu sehen? Ich weiß nicht, wer die Wand erbaut hat. Aber wollt ihr es wirklich wissen? Wollt ihr den Wächter erblicken oder doch die Schatten? Sucht eure eigene Antwort auf diese Fragen. Wenn ihr die Schatten sucht, geht heim, vergesst, was ihr gesehen habt und kehrt nicht wieder. Sucht ihr jedoch das Licht, dann findet einen Weg in die verbotene Zone. Die verbotene Zone? Was ist das?
Als ich noch jung war, kannten wir sie alle. Es scheint ihnen gelungen zu sein, sie aus der Erinnerung der Menschen zu tilgen. Es ist ein gut verborgenes Areal im Südwesten um Billikas. Um es zu erreichen, müsst ihr das Reich der Orks durchqueren. Die Orks, das sind grausame, menschenfressende Monster. Dieser Glaube wird erfolgreich gepflegt, oh ja. Nun, das ist alles, was ich weiß und euch sagen kann. Was meinst du mit Glaube wird gepflegt? Das findet ihr heraus, wenn die Zeit reif ist. Wie dem auch sei, nehmt dies, ich benötige es nicht mehr. Mauertorschlüssel. Ah, okay. Dies wird euch Zutritt zum Reich der Orks gewähren, westlich um Billikas. Solltet ihr das Licht suchen wollen. Nun geht und lasst mich etwas ausruhen. Viel Glück, wie auch immer ihr euch entscheidet. Ja, vorher ruhen wir uns aus. Ja, rasten und nicht rosten. Die HP und MP der Gruppe wurden wiederhergestellt. Direkt, nicht Status, speichern. So, derzeitige Spielzeit sind 4,5 Stunden. Mal schauen. Ich habe letztens mit dem, also ich habe gestern mit dem Hersteller mal wieder gesprochen und ihn gefragt, oh cool, was denn so die Standardspielzeit ist in dem Spiel. Und er hat gemeint, wenn man Speedrush macht in dem Spiel, schafft man das innerhalb von 3 Stunden. Natürlich machen wir das jetzt nicht. Ich will euch ja natürlich ein bisschen auch was von dem Spiel zeigen. Aber er hat halt gemeint, ansonsten so sind Berichte für das Spiel von 5 bis 12 Stunden Spielzeit, um die Story so durchzumachen. Je nachdem, wie man sich um die Sidequests kümmert. Ihr seht jetzt, wie ich mich drum kümmere. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich mich wirklich gut drum kümmere. Da habe ich echt gerade einen blassen Schimmer. Könnt ihr ja auch einfach mal ein bisschen kommentieren, wenn ihr dazu Bock habt. Falls ihr euch das Spiel natürlich auch geholt habt, könnt ihr natürlich auch mal schreiben, wie lange ihr gebraucht habt. Das würde mich echt interessieren. Oh ja, Hauptsache die Krippen zweimal durch, oder was? Ja, dementsprechend, ich weiß echt nicht. Also er hat gemeint, so vom Stand her waren wir in Folge, ich glaube Folge 12, ungefähr bei der Hälfte des Spiels. Und, ja, hier leckt das wieder so ein komisch bisschen. Ne, hier will ich erstmal nochmal weitergehen. Hier muss es bestimmt... Ja, was für eine friedliche Lichtung. In der Tat, hier sollten wir rasten können. Wollt ihr euch ausruhen? Ja, wir machen uns einfach mal... Ich fühle mich wie neu geboren. Das war großartig, aber nun auf, meine Freunde, wir müssen weiter. Ah, okay, hier kann ich generell... Nein, jetzt nicht mehr. Hier nochmal nach... und die macht dünn. Na super. Trifft sie wieder nie. Naja. Aber gut, die Frösche sind jetzt auch nicht so stark, muss ich jetzt sagen. So, Nummer 1 ist weg. Ich denke mal, den Rest werde ich jetzt hier Standard durchklicken, in dem Kampf jetzt hier gerade ist. Ja. Weg. Villa dürfte den... Ne, doch nicht. Okay. Na, dann ist er halt so weg. Hat's ja auch doch noch geklappt, war. Okay, hier ist nichts. Gehen wir nach links. Ja, hier ist ein Rotbusch. Und ein Blaufrosch. Wir haben jetzt diesen Schlüssel bekommen. Müssen nach West Umbilika. Was ja, ich sag mal, ein recht kurzer Weg ist. Wir gehen hier einfach die Sümpfe wieder runter. Und müssten mal schauen, irgendwie war das doch. Ich weiß gar nicht, ob das hier das richtige Weg hier war. Menschen machen noch Schaden, das ist ja interessant. Und die trifft einfach nicht. Er trifft einfach nicht. So, Nummer 1 ist weg. Oh, er will doch mal treffen.
Hat er sich doch anders entschieden? So, ein Sack. Medizinische Kräuter und ein Heiltrank und 300 Erfahrungspunkte. Okay. Toll, jetzt muss ich hier echt irgendwie wieder so ein blödes Labyrinth zurücklaufen. Hält er mehr aus, als ich das gerade in Erinnerung hatte. Ich dachte, ich mache den eben zu kaputt. Nee, es trifft keiner. Es trifft einfach keiner. Das ist der Wahnsinn. Geil, und jetzt am besten noch. Nach dem Motto, nur alle vergiften. Oh, Luke ist Level 17. Sehr schön. Noah ist auch Stufe 17. Oh, das finde ich schon schön. Speichern wollte ich ja gar nicht. Status sind alle normal. Gut, okay. Das wollte ich nämlich bloß prüfen. So, jetzt hier lang. Ich glaube einfach weiter nach links dann. Das natürlich nicht. Und weg ist er, der grüne Frosch. Vor allem, wie viel Geld haben wir eigentlich? Knapp 4000 Dukaten. Okay, hier war falsch. Dann hier wahrscheinlich. Ein Unos Exen Mencheros muss gegrillet werden. Und schieben Stachel in seine Popo. Also, es klang jetzt falsch, aber. Ich meine, sein Speer da, den er so trägt, das ist wirklich besser. Ah. Ey, wieso. Gerade Bad Luck ohne Ende, dass sie nicht treffen, oder was? Oh, Stufe hoch, Level 16. Wiederbelebung? Okay, aber das ist doch Fähigkeit bei Noah, der hat Weckruf. Er weckt aus der Bewusstlosigkeit. So. Er weckt. Ah, okay, und regeneriert 20% ihrer maximalen HP. Okay, das heißt, sie kann besser. Das heißt, mit Noah kann ich jetzt einfach, wenn es wirklich ist, trotzdem angreifen. Vorausgesetzt, Bela lebt. Wieso, jetzt ist sie gleich abgerätselt. So, haben wir es dann jetzt geschafft? Das wäre ja mal echt Wunderbärchen. Oh, jetzt kommt's ja. Luke 120 und Billa 62. Naja, es reicht. Hat so übles Glück. Erstmal noch weiter nach Umbilika. Na. So, herzlich willkommen in Umbilika und wir gehen jetzt mal ins Inn. Dort schlafen wir ein bisschen und dann erstmal auf. Für 10 Dukaten machen wir sowas echt gerne. Vielleicht 4000 Dukaten übrig, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Wir können ja mal schnell checken, ob der Waffentyp hier vielleicht jetzt andere Waffen da hat. Aber irgendwie glaube ich es eher weniger. So, nehmen wir jetzt. Jetzt laufe ich gerade die ganze Zeit außen rum. Auch nicht schlimm. Laufen wir halt ein Stückchen weiter. So, und zwar hier. So, Waffen kaufen. Ne, es gibt nichts. Weil mir fällt gerade ein, sollten wir nicht eigentlich. Von Libell den Vater suchen? Orkreich, nicht betreten. Und es kommt noch mal ein Goblin. Ah, ein ganz böses Goblin.
Wer weiß, ob der böse ist. So, Goblin down. Dieser Goblin war auch das letzte, was wir hier in dieser Folge gekillt haben. Die Sache ist die, bevor wir jetzt in das Goblinreich gehen, machen wir einfach mal auf eine neue Folge an. Und ja, ich hoffe wieder, es hat euch gefallen. Und wir gehen in der nächsten Folge hier ins Goblinreich rein und ich hoffe, dass wir dann eventuell zu neuen Erkenntnissen kommen. Also sag ich erstmal ciao und bis zur nächsten Folge.